So, hallo, bevor ich jetzt hier irgendwas starte, erst die Musik, dass wir das nicht nochmal vergessen. So, ja, letztes Mal habe ich leider die Musik verpeilt. Jetzt gibt es wieder Musik. Und letztes Mal haben wir mit Asien angefangen. Ich würde aber gerne erstmal die anderen Länder durchkriegen, dass wir alles einmal haben und dann können wir uns immer noch überlegen, wo gibt es am meisten Bedarf. Ne? Deswegen Afrika. Und bei Afrika würde ich es gerne so machen. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne Ländernamen von Afrika, ne? Zum Beispiel Ghana und so weiter. Die kennt man namentlich, aber ich habe null Ahnung, wo das ist. Und bevor ich jetzt 40 Mal irgendwo hinklicke, bis ich es finde, gucken wir uns jetzt erst die Karte an. Und wenn wir uns die Karte angeguckt haben, dann können wir mal schauen, wie viel wir mitgenommen haben. Mal schaut euch das an. Was klar ist, ist Ägypten hier oben, ne? Weil ja hier drüben dann Jerusalem und so weiter, also Israel und so, ne? Das ist ja dieses Stück. Das ist soweit klar. Das ist soweit klar. Ägypten, okay. Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hinkriege. Madagaskar ist die Insel. Kriegen wir auch hin. Die Seychellen sind diese Inselgruppe. Okay. Mauritius ist hier. Gut. Komoren sind die kleine Inselgruppe. Okay. Lesotho wissen wir auch. Hatten wir ein schönes Erlebnis in Geogässer. Mit eines der größten Länder ist Algerien. Das da. Ja. Nicht zu verwechseln mit Argentinien, was mir manchmal passiert. Und direkt bei Algerien haben wir Tunesien und Marokko. Und das könnte man sich schon mal versuchen zu merken. Daneben das nächste Yen-Land, Libyen, Mauretanien, also die ganzen Jens. Klingt wie Jens. Die ganzen Yen-Länder, auch hier wieder nebeneinander. Ägypten, Libyen, Algerien, Mauretanien, Tunesien. Das ist alles da oben. Es gibt kein einziges. Okay, hier unten ist Äthiopien. Scheiß drauf. Aber Äthiopien ist das Einzige, was hier rausgeht aus diesem Konzept. Deswegen kann ich mir das trotzdem merken. Mauretanien, Algerien, Libyen, Ägypten. Ich weiß, dass Ägypten kein Yen ist, aber es ist ein EN. Äthiopien ist nochmal ein Yen, aber da ist so Sudan dazwischen. Sudan ist Imposter. Okay. Eritrea ganz am Rand. Hier, ganz außen. Dann kommt Djibouti und dann kommt hier Somalia. Okay. Ich glaube, das sind auch so die Länder, woher einige Geflüchtete kommen, neben Syrien. Und man hört auch immer von Somalien und Eritreern, die hier auftauchen. Genau. Südafrika ist ganz unten. Das heißt einfach tatsächlich Südafrika, obwohl es nur ein ganz kleines Stück ist von dem Süden von Afrika. Aber das heißt einfach Südafrika. Und das habe ich, glaube ich, auch nochmal gewusst. Nigeria und Niger direkt nebeneinander. Sollte man sich auch vielleicht merken können. Und die Zentralafrikanische Republik ist wirklich zentral. Kriegen wir auch hin. Dann gibt es zwei schöne Sachen, nämlich einmal den großen Sudan. Und im Süden vom Sudan ist der Südsudan. Okay, können wir uns vielleicht auch noch irgendwo merken. Zumindest wenn wir eins von beiden haben, haben wir das andere. Neben Mauretanien ist Mali, gleicher Anfangsbuchstabe. Ich weiß nicht, ob mir das am Ende hilft. Wir werden sehen. Und dann kommt was ganz Komisches, Burkina Faso. Okay. Die Dinger hier am Rand lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Unter Libyen ist Tschad. Okay. Dann hier am westlichen Rand. Wenn nicht das hier der westliche Rand ist, haben wir Kamerun. Und dann ist das so ein Viereckland. Viereck ist es halt eher, ist ein Rechteckland. Irgendwie. Weiß nicht warum. Sind die Grenzen wirklich so glatt? Sind die Grenzen wirklich so glatt oder ist das hier jetzt einfach vereinfacht dargestellt? Weil das wäre schon komisch. Wenn man sagt, hey, das hier sind die Grenzen. Und, okay. Jedenfalls ist das Äquatorialguinea.
Äquatorialguinea. Ich meine, der Äquator ist in etwa da wahrscheinlich sogar. Ist dann hier vielleicht sogar irgendwo da Äquatorgrenze? Keine Ahnung. Könnte hinkommen. Bin mir nicht sicher. Dann kommt Gabun und die Republik Kongo. Das ist die Republik Kongo. Neben der Republik Kongo ist, ich glaube, mit neben Algerien das größte afrikanische Land die Demokratische Republik Kongo. Republik Kongo? Demokratische Republik Kongo. Warum die nicht demokratisch sein wollen? Man weiß es nicht. So, dann darunter ist Angola. Dann kommt Namibia und Namibia schließt sich an Sambia. Okay. Dann über Südafrika ist noch Botswana, Simbabwe, Mosambik hat man alles schon mal gehört, aber hätte ich niemals zugeordnet. Tansania, da ist Dracula. Wirklich irgendwie mit Dracula hier eine. Was ist das hier für ein riesiges Wasser? Ist da wirklich so ein Loch? Da wirklich ist so ein Loch einfach mitten im Land? Ich meine, das ist riesig. Wenn das ganz Afrika, das ist riesig. Das ist okay. Weiß nicht, was das ist, aber da ist scheinbar ein Loch. So wie hier. Ich meine, das ist zwar dann in längs ein Loch, aber es ist ein großes Loch. Ja gut. Ja, dann kommen ganz, ganz viele kleine Länder. Wir haben Kenia noch nicht gesagt und Uganda haben wir noch nicht gesagt. Aber damit haben wir die großen Länder jetzt auch schon durch. Hier unten ist Eswatini. Keine Ahnung, wie ich mir das merken soll. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier zwei ganz kleine Länder, die an Tansania angrenzen, und zwar Ruanda und Burundi. Okay. Es wird gleich eine Katastrophe, wenn hier alles leer ist und ich das erste Land einfügen soll. Aber zumindest haben wir schon mal ein bisschen was uns angeguckt. Aber das wird. Ich werde so oft daneben klicken. Ich werde so oft daneben klicken. Na gut. Gehen wir mal die kleinen hier durch. Das sind tatsächlich zwei Inseln und die heißen auch Sao Tome und Principe. Da geht es also ums Prinzip. Gut. Wie kriegen wir jetzt diesen ganzen Rand hier hin? Gambia ist diese Landschlange. Das Gambia dringt einfach hier in Senegal ein. Wie auch immer das zustande gekommen ist. Da ist Kap Verde, okay. Dann kommt Guinea Bissau und Guinea selbst. Ah, die sind nebeneinander. Okay. Das kriegt man vielleicht auch noch hin. Sierra Leone. Liberia. Die Elfenbeinküste. Okay. Ghana ist hier. Das war das, was ich vorhin gesagt hatte. Togo hat man auch schon mal gehört. Und dann kommt hier Benin. Ja, ich glaube, wir haben alle Länder gesehen. Das wird jetzt gleich dramatisch. Ich werde so oft daneben klicken, ihr wollt es gar nicht wissen. Mal gucken, wie viel ich mir gemerkt habe. Wahrscheinlich nichts. Oi. Okay, Südafrika kann ich. Kenia war recht groß. Wo war Kenia? Oberkenia. War recht groß, meine ich. Ach, Schande. Jetzt geht's gerade los. War es an der West, war es im Westen oder war es im Kenia, wo bist du? Das hier ist Ägypten. Das waren doch hier alles. War das hier so ein kleines am Rand dann doch? Nee, das hier war ja Eritrea. Ich meine, ich klicke jetzt sagen an die, von denen ich weiß, dass es nicht Kenia ist. Und das hier war Somalia. Nee, das hier war ja Süddings von denen. Nee, Quatsch, das war diese Republik. Und das war die Demokratische Republik. Wo haben wir jetzt noch nicht hingeklickt?
Da war es überall nicht, das weiß ich doch. Am Rand war es auch keins. Das hier war Tobago, das hier war dieses Basin. Ich weiß gar nicht, warum ich die anklicke, wenn ich eh weiß, dass es nicht Kenia ist. So langsam haben wir alles durch. Hätte ich gedacht. Da war Kenia. Belastend. Okay. Da war Kenia. So, Ruanda. Ich habe keine Ahnung mehr. Wo habe ich Ruanda gelesen? Irgend so ein kleines? Nee, das war ja dieses, das war ja Dings, ich hab noch gesagt, dieses Gabun, diese Gabun-Schlange dringt da ein. Ich habe den Namen schon vergessen. Ach komm. Ruanda war irgendwas klein. Ich hätte gedacht, Ruanda war recht klein, aber wir haben gleich alles Kleine durch. Das ergibt keinen Sinn. War auf keinen Fall so eine Inselgruppe. Das hier ist das, ist das Mitteldings gewesen, zentral. Ich. War Ruanda doch ein bisschen größer, scheinbar. Ich klicke die jetzt durch, aber. Das war nicht hier am Rand. Nee, sag ich ja. Da oben könnte es noch. Ja, auch nicht. Wo haben wir jetzt noch nicht hingeklickt? Was eins von den beiden? Okay, Ruanda war eins von den beiden. Uganda. Jetzt kommen halt leider die, die ich alle noch nicht weiß. Die, die ich weiß, kann ich noch nicht eintragen. Alles Quatsch, was ich hier anklicke. Da oben sind die ganzen anderen. Nee, das hier ist nicht. Nee. Ich klick's trotzdem durch, weil ich mir sicher sein will, dass es da nicht ist, aber ich weiß, dass es da nicht ist. Warum klick's denn überhaupt an? Ich klicke bestimmt gerade doppelt und dreifach Sachen an. Da. Genau neben Ruanda. Okay. Ruanda, Uganda passt eigentlich ganz gut zusammen. Jetzt kommt Gabun. Da gab es dieses Südgabun und das normale Gabun, oder? Oder war das was anderes? Nee, es war was anderes. Gabun war eins von den Dingern hier mit, ne? Ich glaube, Gabun war eins von den Dingern hier mit. Ach, war das nicht die Schlange? Nee. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Weil, wieso klicke ich Länder an, von denen ich weiß, dass es nicht Gabun ist? Danke. Ghana. So, Ghana war hier. Eins von den dreien. Ich glaube, das hier. Dann das da. Dann das da. Okay. Eswatini hatte ich. Das war hier unten. Das war hier unten ein ganz kleines. War das hier Eswatini? Ja. Tunesien. Jetzt geht's los mit Sachen, die ich weiß. Weil das war hier oben. Eins davon an der Ecke. Hier ist Ägypten. War direkt neben Ägypten Tunesien? Nein. Aber hier irgendwo war Tunesien. Da war Tunesien. Okay, Mauritius waren diese Inseln hier. Diese Inseln hier. Somalia ist hier am Rand. Mali war auch so eine Inselgruppe. Habe ich gedenkt. War es wohl doch nicht. Ich dachte, Mali war so eine Inselgruppe. Ja, jetzt habe ich aber alle Inseln durchgeklickt. Ne? Das war ja... Nee, das war... Mali ist nicht groß, oder? Mist, jetzt muss ich trotzdem wieder alles durchklicken. I'm sorry. Ich meine, ich weiß, dass es das nicht ist. Wieso klicke ich es an?
Das hier ist Eritrea. Ich klicke Eritrea nicht an. Ich weiß, dass das nicht Mali ist. Aber ich habe halt schon wieder das Gefühl, dass ich alles durchgeklickt habe. Wo habe ich denn jetzt nicht hingeklickt? Guys, wo habe ich denn jetzt nicht hingeklickt? Ich muss Mali verpeilt haben, weil ich habe gedacht, ich habe jetzt alles durchgeklickt. Ach, verdammt. Nochmal. Ich schließe ganz viele von denen, die ich gerade anklicke, aus, aber einfach, dass ich alles nochmal durchgeklickt habe. Das hier war auf keinen Fall Mali, das war dieses Äquatorial-Dings. Das hier ist zentral, weiß ich auch. Klick's trotzdem an. Das hier ist Eritrea, weiß ich auch. Ich klicke trotzdem an. Ich dachte, Mali ist eine Insel. Wieso? Ich habe doch jetzt alles durch. Wieso habe ich denn dieses Große nicht angeklickt? Gott dang it. So, Tansania war hier. Mosambik. Mosambik. Das hier waren die Seychellen, ne? Ach nee, das war ja... Wo ist Mosambik? Da oben habe ich noch zwei. Nee, das hier nur noch. Die anderen kann ich ausschließen. Das da unten ist Mosambik. Djibouti. Also ihr merkt schon, ich weiß, ein paar weiß ich jetzt, aber die kommen halt noch nicht. Das ist das Problem. Ach, Djibouti, wo bist du denn jetzt wieder zu? Das ist das Ding gewesen. Okay, Djibouti ist das Ding zwischen Eritrea und Somalia. Das ist dieses Djibouti. Eieiei, so, Guinea-Bissau war irgendwo hier. Irgendwas da. Dachte ich. Habe ich irgendwo da gelesen? Ich glaube, oh, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube es. Das hier ist es nicht. Doch nicht da. Das da vielleicht. Nee. Aber hier war das doch auch nicht dabei. Da war's. Da war's. Oh Gott. Chat, meine ich, habe ich irgendwo da unten gelesen. War nicht sicher. Aber war das so? Ich denke, bei allen, das war ein kleines Land, aber dann ist es doch kein kleines Land gewesen. Chat waren relativ... Doch, dann hier die Ecke. Hier war nicht Chat, das hier war auch nicht Chat. Ich klicke es trotzdem nochmal an. Weil ich es kann. Da war Chat. Doch ein recht großes Land. Doch ein recht großes. Okay, Äquatorial Guinea weiß ich. Das war dieses Rechteck. So. Nigeria war bei Niger. Und Niger war hier. Dann ist Nigeria hier. Andersrum. Okay. Mauretanien ist diese Inselgruppe hier. Oder nee, das da. Das. Nee, das hier. Nee, da. Mauretanien ist gar nichts davon. Wait, das ist ja ein Yen. Ein Yen, es muss doch da oben sein. Da. So, das weiß ich jetzt. Demokratische Republik Kongo ist dieses große Ding gewesen. Angola weiß ich schon wieder nicht mehr. Würde ich aber sagen, ist recht groß.
Das hier ist nicht Angler, ist das denn? Nein. Nee. Da oben. Dann vielleicht eins da unten. Da. Da war Angola. Oh, Malawi sagt mir gar nichts. Daran kann ich mich null erinnern. Dann fange ich mit den Dingern hier an. Aber die zwei weiß ich eigentlich. Aber ich klicke es trotzdem an, weil ich wieder das haben möchte, dass ich denke, ich weiß es und dann weiß ich es doch nicht. Toll, das war es nicht. Malawi, wo bist du? Das Stück da ist Malawi. Ganz mitten da drin irgendwie. An Mosambik ist Malawi dran. Burkina Faso, oh Gott, jetzt kommt wieder die ganz Kuh. Das ist auf jeden Fall ganz winzig. Was nicht sogar eine Insel links. Einmal nicht. Gehen wir hier durch. Hier wieder durch. Da, naja, gar nicht mal so klein. Also vor allem ist es verglichen mit unseren Ländern ist es recht groß, aber für Afrika ist es recht klein. Sudan. Sudan hatte einen Südsudan, Sudan ist hier. Ägypten ist drüber. So. Sambia. Kann ich mich absolut null dran erinnern. Ich weiß nur, was ich ausschließen kann. So. Da ist Sambia. Okay. In Sambia ist auch wieder so, die Demokratische Republik Kongo macht da so einen Becher da rein. Okay. Äthiopien muss da oben sein. Und zwar neben Ägypten. Nicht neben Ägypten. Ach, das war das, was getrennt wurde von Sudan. Das war das, genau. Das wurde getrennt von Sudan und ist aber noch so ein Land gewesen. Gambia. Wenn Gambia in der Nähe von Sambia wäre, wäre das cool. Ist es leider nicht. Schade. Überhaupt nicht. Dann ist es eins hiervon. Warte, war Gambia nicht das Stück hier außen? Oder das, was reindringt? Das, was reindringt, war Gambia. Nee. Eritrea weiß ich, ist dieses Ding. Ah, Botswana ist ja auch noch so ein... Rein. Ja. Die Komoren... Das war jetzt, glaube ich, das da. Genau. So, das ist hier. Kamerun. Eins von den beiden. Schade. Die große Insel. Das da wäre noch übel. Das da wäre... Das ist Kamerun. Oh wait, das ist Marokko. Marokko ist Marokko nicht. Da oben ist Marokko. Stimmt, das ist ja von Marokko aus kommt man doch. Müssen wir uns gleich wieder an der Weltkarte angucken. Aber das müsste von Marokko aus, müsste man nach Spanien kommen. Gab es da nicht mal so eine Geschichte? Senegal ist, glaube ich, hier in der Mitte. Nein, dann ist es hier. Hier. Ach, komm schon. Senegal ist nicht... Jetzt sage ich wieder, Senegal ist nicht klein und dann ist Senegal doch wieder klein, weil es bleibt nur noch kleines Zeug übrig. Senegal ist das, was von Gambia hier, okay, reingeschlängelt wird. Gott, ich werde mir das nie merken.
Das weiß ich, das sind die beiden hier gewesen. Madagaskar war. Das war die Insel. Komplett lost, wirklich. So, Guinea. Aber hier war es nicht. Ich gehe kurz hin, aber hier war es nicht. Ist doch eins von den Reihen hier. Das da, direkt unter. Oh mein Gott! Das war es komplett. Liberia war da unten. Echt nicht. Schade. Wo ist Liberia dann? Da! Da ist Liberia. Ah, die Elfenbeinküste. Natürlich, das war die Elfen. Nein, war es nicht. Aber die muss ja eine Küste haben. Recht groß. Okay, so groß ist die gar nicht, die Elfenbeinküste. So, Südsudan ist logisch. Das ist das hier. Ah, Simbabwe fehlt auch noch. Simbabwe ist bei Sambia. Das kann man sich eigentlich auch, denke ich, ganz gut merken. Simbabwe und Sambia. Okay, Niger ist auch klar, ist hier. Sierra Leone ist, glaube ich, dieses Ding gewesen. Kap Verde war das da. Seychellen waren das hier. Jetzt wird's langsam, geht's langsam aus. Burundi muss jetzt eins von den beiden sein. Das andere war To irgendwas. Doch nicht. Was bleibt noch über? Die beiden hier sind noch Yen-Länder. Aber wo ist Burundi jetzt noch? Da unten. Das da, das Kleine. Hätte ich ganz übersehen. Ruanda, Burundi. Togo war das hier. Richtig, Benin war das andere. Algerien war das große hier. Namibia ist jetzt. Namibia ist hier unten das da gewesen. Die Republik Kongo war das hier. Lesotho ist das kleine hier. Und Libyen ist da oben. Yikes. Big Yikes. Okay, wir gucken uns das ganz kurz nochmal in der großen Karte an. Dann gehe ich nochmal nämlich mit Marokko und Spanien. Ich meine, das war recht weit übereinander. Genau, da gibt es nämlich richtig, da gibt es nämlich hier von hier nach hier, da gibt es nämlich so eine Geschichte. Wie jemand von Marokko nach Spanien ist. Ich glaube, irgend sowas war da. Hieß es nicht sogar die Straße von Gibraltar? Ist das nicht hier die Straße von Gibraltar? Ich glaube ja. Nicht sicher. Aber da, genau das meinte ich nämlich. Okay. Und jetzt schaut euch das mal an, was ich meinte, wo ich gesagt habe, es ist ein kleines Land, aber verglichen, das war dieses Burkina Faso, aber verglichen mit uns ist es schon wieder ein sehr großes Land. Also, jetzt muss man sich mal überlegen, die Welt ist so riesig. Wir sind nur so ein ganz kleines Häufchen hier. Und selbst Deutschland ist ja schon riesig. Du brauchst ja mehr als einen Tag, wenn du von hier, naja, nicht ganz, aber wenn du von hier nach hier, ne? Das ist schon verrückt, wenn man sich überlegt, wie groß diese Welt ist. Und das sollen wir unter Kontrolle haben. Wie denn? Soll das denn funktionieren? Gut. Genau, das, ne? Ägypten ist neben Israel, das klar, das weiß man. Deswegen ist das recht einfach zu verbinden. Dieses Djibouti. Da werde ich so schnell nicht mehr drauf kommen. Auch die kleinen hier, Ruanda, Burundi, das werde ich nicht. Ein paar, die ich mir noch merken müsste, wären halt die ganz großen. Die ganz großen müsste ich mir mal merken. Dass Tschad hier ist, das sollte ich mir unbedingt merken. Tschad und direkt neben Tschad ist Sudan. Kamerun.
hier so einen Bogen an der Küste. Wisst ihr, wie ich mir das jetzt merke? Das ist jetzt komplett bescheuert. Aber das hat so eine Form von einer Klammer. Und Kammer und Klammer klingt halt ein bisschen ähnlich. Vielleicht kriege ich es auf die Art und Weise hin. Mal gucken, ob ich mir das so gemerkt bekomme. Uganda hatte ich auch nicht gewusst, ne? Kriegen wir zu Uganda irgendeine Eselsbrücke hin? Wirklich. Uganda, Ruanda, das ist alles so ähnlich beieinander und Burundi, aber. Sambia und Simbabwe kann man sich, denke ich, merken, dass die beieinander sind. Sambia und Namibia sind auch beieinander. Dann ist noch Botswana hier. Bot, Boot. Boot ganz unten. Komisch, weiß ich nicht. Äthiopien war dies, was von Sudan getrennt ist. Boah. Das große hier noch Mali. An Mauretanien dran. Beide mit M. Es sind zu viele Länder, um sich da jetzt ganz viel merken zu können. Wichtig wäre noch Senegal und das, was hier reingeht, ist Gambia gewesen. Dann Guinea-Bissau und Guinea selbst. Natürlich nebeneinander. Sierra Leone, Liberia, die Elfenbeinküste ist dann auch nochmal so einen kleinen Bogen. Hat einen recht großen Bereich der Küste. Von den kleinen Ländern hat sie den größten Bereich an der Küste. Das ist die Elfenbeinküste. Und dann kommt Ghana, Togo und Benin. JTB. Ja, ist leider nicht alphabetisch. Schade. Oh Gott, Leute. Ich denke, Niger und Nigeria kriege ich hin. Kenia. Merke ich mir, dass Kenia hier ist? Ich weiß es nicht. Merke es mir einfach nicht. Okay, cool. Angola. Angola. Na gut, man könnte sagen, hier unten sind die ganzen A-Länder. Uganda, Ruanda, Burundi, vergessen wir ganz kurz. Tansania, Sambia, Angola, Namibia, Botswana, Südafrika, wie gesagt, Simbabwe, Mosambik, Malawi, vergessen wir an der Stelle. Gibt es noch andere, die mit A aufhören? Na, Somalia sogar, aber Somalia weiß ich, dass das hier. Aber ansonsten gibt es gar nicht so viele mit A aufhören. Ne? Das heißt, ich kann die wirklich, die mit A aufhören, bis auf Liberia und Guinea und Gambia. Scheiße. Aber die kann ich so da unten verorten, so ein bisschen. Okay. Ja, das haut hin. Das haut sogar ganz gut hin. Interessant, auch hier ist Guinea. Und hier ist nochmal dieses Äquatorial-Guinea. Okay, meinetwegen. Würde sagen, wir versuchen die nächste Runde. Wenn wir unter 100 Versuche kommen, wäre ich schon zufrieden. Das war nicht, was ich wollte. Ja, wahrscheinlich. 197 Länder. Let's go. Das ist dann das große Finale. Alle Länder einordnen auf der ganzen Welt. Das ist dann das große Finale. Das können wir noch nicht machen. Aber das werde ich tun. Wenn wir alles durchhaben und wenn ich Stück für Stück sicher bin, also einigermaßen sicher, dann werde ich das angehen und die komplette Welt spielen mit 197 Ländern. Das wird crazy. So, Tschad weiß ich jetzt. Das war hier. Benin ist das da. Das sind die beiden. Burkina Faso ist dieses Stück gewesen. Mauritius.
So, ganz kurz nachdenken. Ägypten, Libyen, Algerien. Das waren beide mit M. Dann ist Tunesien das hier. Das hier. Lost. Togo hier. Oh fuck, Senegal. Oh fuck. Senegal war das, was von Gambia gedingst wird, ne? Richtig. Uff. Mauretanien ist hier oben. Mosambik. Ich weiß, das Ding hier fängt mit M an. Aber war das hier Mosambik? Nein. Wo war Mosambik? Das hier war Elfenbeinküste, das hier war Liberia. Das sind die Guinea-Dinger. Mosambik, war das dieses Ding? Darf jetzt halt auch nicht zu viel daneben klicken, weil ich wollte ja gucken, dass ich unter 100 bleibe. Das war Kamerun. Da war Mosambik, okay. Komoren war entweder das oder das. Ich glaube das. Yes. Äthiopien war das, was kein Yen ist, von denen getrennt wurde und hier bei Eritrea war. Genau. Kap Verde war hier außen. Die Seychellen waren hier. Mali war das große hier mit M. Richtig. Gabun. 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 Gabun dringt in Senegal ein. Nein, das war nicht. Das war Gambia, ne? Das war Gambia oder so. Nicht Gabun. Gott, wo war Gabun? Hier war Ghana, Elfenbeinküste, Liberia. Was war hier? Nicht Gabun. Marokko, Algerien, Libyen, Ägypten. Entschuldigung. Eritrea, Somalia. Kamerun. Da war. Es ging so ein bisschen per Ausschlussverfahren. Eritrea. So, Namibia gehört zu den A-Dingern. Die A-Dinger waren alle hier so ein bisschen. Hier war Sambia, hier war Namibia. Namibia hatte hier die Westküste. Ägypten ist klar. Das ist so ein kleines. Ah, nee, Eswatini war dieses kleine Ding hier unten. Liberia war hier. Ruanda gehört hier mit dazu, war eins von den beiden kleinen. Ich glaube, das obere. Sudan war die Grenze zwischen Ägypten und Äthiopien. Nicht Grenze, aber das Land dazwischen. Sambia war dieses Ding. Äquatorialguinea ist hier. Afrika ist hier. Algerien ist hier oben. Guinea ist das große gewesen. Burundi.
Burundi. Oh my goodness. Und kann einiges halt ausschließen. Ich kann eigentlich alles hier oben ausschließen. Das ist das Erste, was ich nicht konkret ausschließen kann. Das kann ich nicht konkret ausschließen. Probier's mal als erstes mit dem Kleinen hier. Schade. Das Kleine hier. Das war Burundi, okay. Angola. So, das ist jetzt eins mit den A-Dingern. Das muss irgendwo hier in der Ecke sein. Würde es natürlich trotzdem gerne gleich richtig treffen. Äthiopien? Ich glaube, da habe ich nicht gesagt, dass direkt, sondern hätte ich gesagt, da ist direkt A drunter. Das ist woanders. Angola ist ein bisschen woanders. Wait, Angola war. Yes. Okay, das kriegen wir wieder hin. Demokratische Republik war das Große. So, Nigeria ist hier. Nee, stopp. Eins ist Niger an der Küste oder Nigeria? Nee, Niger ist an der Küste. Andersrum. Schade. Hier, Südsudan ist klar. Oh, stimmt, als ich vorhin gesagt habe, ich kann das hier nicht ausschließen. Ich hätte das ausschließen können. So, Niger ist auch klar. Guinea-Bissau ist auch klar. Simbabwe war unter Sambia. Kamerun war die Klammer hier. Das ist doof mit der Klammer, aber so kann ich es mir merken. Don't blame me. Malawi. Es ist keins mit A, aber ich glaube, Malawi war hier. Schade. Oh, das hier ist ja Tansania. Das hätte ich ja auch schließen können. Ups. Aber mal ja, wie das kleine Stück hier. Yes. Sierra Leone war dieses Ding. Elfenbeinküste hat man hier. Djibouti. Das sagt mir jetzt wieder gerade gar nichts. Aber wir haben noch ein paar kleine, die mich nicht mehr weinen. Djibouti war das kleine Ding hier. Richtig. Lesotho war hier. Uganda. Wenn das hier Tansania ist und wir auch so ein A-Land haben, könnte Uganda hier sein oder hier? Ist Uganda unter Äthiopien oder ist Uganda neben Namibia? Aber Uganda ist hier. Dann ist hier. Oh, okay, jetzt vorsichtig. Jetzt vorsichtig. Jetzt ganz langsam mit dem. Das hier hätten wir auch noch. Da ist Uganda, okay. Unterhalb von Südsudan. Okay. Uganda. Es ist auch so ein Uan. Steckt so ein bisschen in den allen drin. Könnte man sich das auch wieder merken. Das steckt so alles da drin. So, Zentralafrikanische Republik war hier. Madagaskar ist die Insel hier. Republik Kongo. Die Republik Kongo kann doch nur. Da. Ach, Republik! Die, wo ich sicher weiß, mache ich falsch. Ei! Ärgerlich, da Punkte zu verlieren. Marokko war hier. Botswana war hier. Ah, Botswana war bei Simbabwe und Sambia. Richtig. Somalia ist sowieso das Stück hier. Libyen ist hier. Kenia ist hier gewesen. Genau. Tansania ist hier. Ghana ist hier. Und fehlt noch Gambia. Das, genau, Gambia war das, was hier eindringt. Okay.
Okay, ich habe gesagt, ich will unter 100 kommen, das haben wir hingekriegt. Nur verglichen mit meinem ersten Versuch über 300 mit keine Ahnung haben, ist das doch schon deutlich besser gewesen. Okay. Ich möchte den Part nicht zu lange machen. Der ist eh schon 45 Minuten. Ich hoffe übrigens, ihr guckt das teilweise. Ich weiß nicht, ob man dann auch viel lernen kann dabei, aber ich hoffe, ihr guckt es ein bisschen mit schnellerer Geschwindigkeit und nicht so ganz langsam. Aber könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. In diesem Sinne aber, verwendet sie nicht die Flaggen, weil, keine Ahnung, guckt euch die Flaggen an. So, ich wüsste nichts. Ich wüsste literally nichts. Ich wüsste keine von den Flaggen, die passend zuzuordnen. Das wollte ich nicht. Ich wüsste literally nichts. Man kann hier nachgucken, ne? Aber ich wüsste nichts davon. Und es waren jetzt ja so viele Länder, wo man die Länder noch nicht mal gekannt hat. Geschweige dann da, das passend zuzuordnen. Und alleine, wenn ich sowas schon wieder sehe, das ist so ähnlich alles. Ich meine, gut, es steckt doch alles hier genäher, aber. Liberia ist sehr ähnlich zu den USA. Oh, die Seychellen hat man auch schon mal als Flagge gesehen. Bisschen kommt einem ein bisschen bekannt vor. Südafrika ist richtig wild. Ja. Naja. Zentralafrika kann man sich sogar merken, da geht so ein Streifen zentral durch. Aber das war es dann auch schon. Es ist das Einzige, wo der Streifen zentral durchgeht, ne? Tatsache. Tatsache ist das Einzige ist bei Zentralafrika. Ja, gut. Hauptstädte bin ich erst recht lost. Also, da ist komplett vorbei. Ägypten, Kairo, gut. Algerien, Algier. Angola, Luanda. Aber. Ah ja, Ouagadougou ist Burkina Faso Hauptstadt. Okay. Djibouti, Djibouti. Elfenbeinküste. Yamoussoukro haben noch nie gehört. Noch nie gehört. Schon nicht so einfach. No? Freetown, Sierra Leone. Mogadischu hat man auch schon ein paar Mal gehört in den Nachrichten. Aber so die meisten Städte lese ich so zum ersten Mal einfach. Also das werde ich auch nicht anfangen, das zuzuordnen. Da werde ich bekloppt bei. Bin froh, wenn ich die Länder hinkriege von den afrikanischen, ja, von Afrika. Nächstes Mal schauen wir uns dann noch Ozeanien an. Dann haben wir alles soweit durch. Ich mache jetzt aus Afrika auch kein Teil 1, Teil 2. Bei Asien bin ich mir noch absolut unsicher, aber Afrika, denke ich, haben wir jetzt schon recht gut hinbekommen. Asien muss ich mir nochmal genauer angucken. Da ist noch viel Bedarf. Aber Afrika habe ich recht viel mir jetzt merken können. Ich glaube, das kriegen wir teilweise hin. Da ist viel, wo ich mir dazu Gedanken machen konnte. Wie gesagt, Asien schauen wir uns nochmal an, aber nicht im nächsten Part. Im nächsten Part machen wir erstmal Ozeanien. Dann haben wir alle Kontinente einmal durch gehabt. Danke fürs Zuschauen und tschüss.